gar nicht allzu langer Zeit, genau gesagt letzten Montag, als sich an einem wunderschönen Frühlingsmorgen zwei mutige junge Männer aufmachten, sich der Herausforderung ihres Lebens zu stellen. Und das sind unsere tapferen Helden. Und du willst wirklich den Imperator zum Kampf herausfordern? Es muss sein, Alex. Es wird Zeit, dass ihm endlich jemand das Handwerk legt. Aber Martin, bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist? Natürlich. Wir müssen nur an das Gute glauben. Dann kann uns nichts passieren. Vertrau mir einfach. Wir ziehen in den Kampf, wir ziehen in den Kampf, um dieses Land zu befreien. Wir ziehen in den Kampf, wir ziehen in den Kampf, der Sieg wird unser sein. Wie können wir nur gewinnen? Seine Macht ist so groß. Wir ziehen in den Kampf, wir ziehen in den Kampf und sind Lord Abaddon los. Sind Lord Abaddon los. Lord Abaddon, der gefürchtete Imperator, ein größenwahnsinniger Tyrann, der die Welt seit Jahren in seinen eisigen Klauen gefangen hält. So sagt man jedenfalls. Mehr Traum. Jawohl, mein Imperator. Ali, was steht sonst noch an? Vormittags Himbeereis, mein Lord. Am Nachmittag steht dann eine Niederschlagung einer vollkommen chancenlosen Rebellion auf dem Programm. Ach, Rebellen, wie ich sie hasse. Ich werde mich nach dem Eis höchstpersönlich darum kümmern. Ich ziehe in den Kampf, ich ziehe in den Kampf, denn dieses Land hier ist mein. Ich ziehe in den Kampf, ich ziehe in den Kampf, um ewiger Herrscher zu sein. Ihr werdet sie alle zerschmettern, gegen euch sind sie chancenlos. Ich ziehe in den Kampf, ich ziehe in den Kampf, ihr Sieg ist aussichtslos. Eure Macht ist so groß. Ali, du bereitest alles für die Schlacht vor. Ja, mein Lord. Sam, du informierst mein Spionagenetzwerk, dass sie die Apple-Warp-Bewegung genau im Auge behalten sollen. Ja, mein Lord. Shari, du massierst mich. Ja, mein Lord. Und Melle, du machst uns Waffeln. Jawohl, mein Lord. Wir ziehen in den Kampf, wir ziehen in den Kampf, um nie mehr geknechtet zu sein. Wir ziehen in den Kampf, wir ziehen in den Kampf, Rebellen sind doch zum Schreien. Lord Abaddon wird verlieren, niemand hält mich hier auf. Wir ziehen in den Kampf, wir ziehen in den Kampf, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wir ziehen in den Kampf, ich ziehe in den Kampf, die Augen der Welt ruhen auf mir. Ich ziehe in den Kampf, wir ziehen in den Kampf, am Ende gehört der Sieg mir. Wie weit müssen wir denn noch laufen? Keine Sorge, wir sind fast schon... Alex? Dich bereits erwartet. Ich heiße dich herzlich willkommen, bitte tritt doch herein, denn auch du wirst bald mein Diener sein. Oh mein Gott, was mache ich hier nur? Der Imperator fordert jetzt meinen Schwur. Er will meine Seele, doch das lasse ich niemals zu. Ich fordere dich heraus. Lächerlich, aber gut, so sei es. Auf die Knie! Abaddon, Abaddon, du hast ein großes Ziel. Abaddon, Abaddon, doch beherrschst du das Spiel. Abaddon, Abaddon, ich weiß zwar noch nicht wie. Abaddon, Abaddon, doch ergebe ich mich nie. Widerlich, liederlich, so ein elender Wicht. Kümmerlich, fürchterlich, ich ergebe mich nicht. Lächerlich, jämmerlich, denn auch du wirst bald sehen. Ewiglich, sicherlich, wirst auch du zu mir stehen. Nein, ich werde widerstehen. Heil mir! Ich darf nicht untergehen. Heil mir! Ich werde aufrecht stehen. Heil mir! Doch ich spür, er ist zu stark. Du, ich spüre seine Macht wie Feuer in der Nacht. All meine Träume kann erfüllen. Abaddon! Bitch! Was sagst du? Ich habe noch nie so eine derartige Epicness erlebt. Wenn ich mich dir unterwerfe, was geschieht dann mit mir? Dann wirst du an meiner Seite stehen, wenn die Weltherrschaft mein ist. Und was springt dabei für mich heraus? Alles, was dein Herz begehrt. Alles, was mein Herz begehrt? Das klingt schon ziemlich geil. Das heißt nicht geil, es heißt imperial. Imperial. Ja, imperial.
Ich hab mich entschieden, mein Wille, der steht fest. Für meinen Seelenfrieden scheiß ich auf den Rest. Ich unterwerf mich dir, mein Leben gehört dir für immer da. Mein Leben gehört Abaddon, denn er liebt mich so sehr. Ja, jetzt dien ich Lord Abaddon, ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Dein Leben gehört mir, mein Sohn, das ist doch nicht so schwer. Ja, jetzt dienst du Lord Abaddon, ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Wir haben verloren, Erfolg des Lordes Marsch. Ich hasse Diktatoren, alles ist im Arsch. Warum nur folgt er ihm? Warum nur dient er ihm? Ich hasse ihn! Ein Leben mit Lord Abaddon, das wird imperial. Ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Ja, jetzt dienst du Lord Abaddon. Dein Leben gehört Abaddon, das ist ja so genial. Ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Ja, jetzt dient er Lord Abaddon. Hört mich an, ihr Menschen, hört mich von jedem Ort. Weil über alle Grenzen wisst ihr, wem ihr dienen sollt. Ja, ihr folgt eurem Lord und preist ihm immer kurz. Und er liebt euch. Ja, ich bin Lord Abaddon, drum unterwerft euch mir. Ihr dient bald Lord Abaddon, ihr dient bald Lord Abaddon. Alle Menschen werden mein, das schwör ich heute und hier. So war's und so wird's immer sein. Ja, so wird es immer sein. Tage an für das Imperium und ich schwör von Anfang an, dass wirklich irgendwann. Hilf mir, Lord, was ist eigentlich mein Titel? Du wirst Minister für kulturelle Vielfalt und Urheberrechtsschutz. Cool! Ich traue den Augen kaum, ich fühle mich wie im Traum. Macht alle mit! Alle Menschen dieser Welt, wir wissen doch, was euch gefällt. Ein Leben voller Spaß und Glück, doch Achtung, es gibt kein Zurück. Egal ob Mann oder Frau, ob Kind, beeilt euch und kommt her geschwind, denn dann dient ihr Lord Abaddon, denn dann dient ihr Lord Abaddon. Habt ihr Kummer oder Not, sucht ihr des Lebens Sinn, dann unterwerft euch Abaddon, dann unterwerft euch Abaddon. YouTube wird an mir gehören und dann die ganze Welt. Wir singen Heil Lord Abaddon, wir singen Heil Lord Abaddon, wir singen Heil Lord Abaddon. Halt, 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 dranbleiben, es geht weiter. Hey Mädels, tanzt mit! Nein, nein, mein Lord, wir tanzen nicht. Oh, Akku blinkt. Grüße meine geliebten Untergebenen und vielen Dank dafür, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr viel Spaß dabei hattet. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Musical-Stuff sehen wollt. Und gebt mir einen Daumen nach unten, wenn ihr das total scheiße findet. Klickt hier, um auf das Outtake- und Making-of-Video von The Clavinova zu kommen. Und klickt hier, um auf meinen Zweitkanal zu kommen, bei dem euch in Zukunft noch weitere epische Filme erwarten werden. Clicking right here.